Yay, herzlich willkommen bei BeGeek und wir haben was zu feiern. Yay! Jetzt nicht wir oder sie oder ich, und zwar so etliche Filme und Serien feiern dieses Jahr ein großes Jubiläum. Also let's party! Dum 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 dum. Nein, der hat nicht Geburtstag, der feiert auch kein Jubiläum. Der wird einfach nur in einem vielleicht nicht so guten Kinofilm in spielen. Hat sich auch schon was geliehen von seinem Partner Superman. Weg damit! Und zwar, wie ihr schon an der Melodie erkennen konntet, wird dieses Jahr der Weiße Hai 1 40 Jahre feiern. Ganz schön grau geworden schon der große Weiße. Und 30 Jahre hat dieses Jahr mein absoluter All-Time-Klassik auf dem Buckel. Und zwar Marty McFly und Doc Brown werden dieses Jahr mit Zurück in die Zukunft 1 30 Jahre alt. Und jeder kennt diese Serie. Jeder hat sie früher als Kind geguckt oder auch als kleiner Hämpfling. Und zwar jeder kennt die Melodie, jeder kennt den Schauspieler. Und nein, es handelt sich nicht um Golden Girls oder Friends. Es ist der Fresh Prince von Bel-Air. Will Smith und der Fresh Prince von Bel-Air feiern dieses Jahr 25-Jähriges. Sag ich doch mal herzlichen Glückwunsch. Ah! Jeder kennt diese Szene. Und zwar geht es um Kevin allein zu Hause. Und zwar feiert Macaulay Culkin mit Kevin allein zu Hause dieses Jahr ebenfalls 25 Jahre Jubiläum. Und mir kommt es vor, als ob dieser Film gestern rausgekommen wäre. Einer meiner ersten Animationsfilme, den ich jemals gesehen habe. Der Grundstein für Pixar. 20 Jahre ist es her, als Toy Story 1 erschienen ist. Toy Story 1, 20 Jahre alt. Man glaubt es einfach nicht. Ein Meilenstein in der Animationsfilmgeschichte. Das war es auch wieder mit dieser kleinen BeGeek-Folge zum Jubiläumsjahr 2015. Falls ihr noch andere Serien oder Filme kennt, die dieses Jahr Jubiläum feiern, schreibt es doch einfach unten, da unten in die Comment-Box rein. Ich würde mich freuen. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sind wie immer raus.